Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir sind dabei, Felder zu ernten, Zuckerrüben sollten wir bald mal mit fertig sein, tatsächlich. Das kann nur noch wenige Folgen dauern. Wir sind aber auch schon dabei, wieder Felder anzusehen. Wir haben schon ein paar Weizen- und Rapsfelder angesät und sind auch gerade dabei, noch weitere Weizen- und Rapsfelder anzusehen. Einfach damit wir die Bierproduktion in Gang kriegen. Ja, Raps, ja, können wir noch ein bisschen Öl und Diesel von machen. Auch wenn wir das wahrscheinlich dann nicht mit rübernehmen können auf die Bierfachmap, wenn sie denn kommt demnächst. Habe ich eigentlich das Fenster hier offen? Braucht doch kein Mensch. So, den noch voll machen und wir plündern jetzt gerade mal hier unsere Mischfutterfabrik. Einfach damit die weiter produzieren kann. Und ihr seht, da liegen noch jede Menge Rohstoffe und vielleicht hätte ich doch nicht so viel Roh verkaufen sollen. Ach, wobei, da habe ich ja noch Strom. Alles klar. Gut, stimmt, habe ich ja hierher gebracht. Ja, so doof war ich dann ja doch nicht. Ja. Noch ihn wieder voll machen, dass wir da echt keinen Ärger haben. Sonst nicht wundern, warum hier irgendwie die Produktion nicht läuft. Was sind da rein? 200.000? Könnt ihr jetzt da vorne hingehen und gucken. So. Ja, ich habe eigentlich einen vernünftigen Abfahrkurs für die Zuckerrüben. Wo er dann auch wirklich erstmal nicht überall gegenfährt. Wo er dann auch wirklich abkippt. Das war ja ein Problem, dass ich da genau wie beim normalen Silo hingefahren bin und gedacht habe, er macht das schon, macht er aber gar nicht. Was hier 300.000 rein? Nein, niemals, oder? Boah, was ist denn da rein? Jetzt muss ich doch mal kommen. Silage 68%. Was? Das ist ja doch einiges rein. Ja, dann habe ich ja hier jetzt erstmal zu tun, ne? Habe ich ja jetzt hier erstmal heftig zu tun, indem ich hier jetzt erstmal die Silageballen reinschmeiße. Eigentlich würde ich für die Silageballen mehr kriegen, die in der BGA verkauf, als hier. Ein großer Fehler war, dass ich auch so viele Grasballen, weil ich habe hier nicht mehr viele, also wenn ich die hier wirklich nochmal einmal komplett durchrödeln lassen will, dann muss ich noch Grasballen haben. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Was da reingeht. Tatsächlich pro Bunker 300.000 da rein. Oh nee, jetzt möchte er schon wieder baden gehen. Was soll der Quatsch? Ja, gucke ich mir gleich an. Ja,
Ja, vielleicht soll ich das jetzt. Jetzt meine Maus. Da ist meine Maus. Ja, fahre nicht zu tief ins Wasser. Bin ich auch ein paar Mal. Ich mache erstmal da drüben her. Kaufen. Wie gesagt, ist besser als nichts dafür zu kriegen und ist definitiv auch angenehmer, als das irgendwie hier zurückzulassen. Wobei die Preise schon mächtig nach unten gegangen sind. Gerade eben habe ich für so einen Anhänger 75.000 oder 78.000 gekriegt. Und jetzt kriege ich hier noch so ein paar 20.000 weniger pro Anhänger. Will mich nicht beschweren, ja, krass. Will mich nicht beschweren, ist auch Geld. Wenn auch nicht viel. Wo hängst du denn jetzt? Ja, hier kann auch dann gleich mal Kompost verkaufen. Kompost haben wir ja auch noch. Ich will jetzt hier nichts mehr abholen. Hier irgendwo hinstellen. Da hinten existiert schon wieder fleißig. Ich will hier weiter befüllen. Hier erstmal. Stützt nicht ab, oder? Mann. Ja, was auch immer das jetzt war. Ich hatte hier so einen kleinen Aussetzer. Entschuldigt bitte. So, da bin ich wieder. Ja, dann haben wir das Zeug hier auch gleich weg. Es wird nicht aufgehen, dass ich hier komplett alles gleichmäßig verbrauche. Irgendwo werden Reste bleiben. Ein Grasballen haben wir ja noch, hier liegen nicht so viele. Grasballen haben wir ja noch ein ganzes Feld voll liegen, das können wir noch holen. Ja, umgeworfen. Ich bin umwerfend, ich weiß. 296.785. Glück passt der da noch rein. Naja, er liegt da erstmal. So, jetzt können wir hier noch Gras voll machen.
noch Gras, 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 Gras. Einmal aus dem Krieger raus und dann müsste man den eigentlich reinbringen und dann. Das bringt nichts, den da liegen zu lassen. Das rafft. Schade. Aber ich bin gespannt, was meine Holzproduktion und meine Pelletfabrik sagt. Da war ich ewig nicht mehr. Dann habe ich da unten auch noch Gemüse. Kann ich da mal abholen und zum Zentrallager bringen. Der letzte. 142.000. Das heißt, hier fehlen 50.000, 55.000. Ich habe da noch... Wie viel habe ich da noch rumliegen? Noch 5 Ballen. 75.000, das heißt, ich bräuchte hier noch ja, knapp 20 Grasbahnen, damit ich aufs Gleiche komme. Ja, fangen wir hiermit an. Ja, wir haben auch noch Kartoffeln, fällt mir ein, im Hofsilo. Die müssen wir auch noch verarbeiten. Wo soll ich die mit rübernehmen? Okay, immer noch, dass wir dann die Sachen aus dem Hofsilo mit rübernehmen kann. Das kann man, glaube ich, auch. Wird ja, ich meine, theoretisch kann man wahrscheinlich alles mit rübernehmen. Man muss nur wissen, wo man es hinschreiben muss. Aber... nur die graue Theorie. Mann. Ich hätte mal hier mit dem Ballensammelwagen vorbeifahren sollen und hätte dann damit alles eben gemacht. Schneller rein. Schneller gewesen. Tatsächlich einfach mit meiner Pritsche. Dann auch schon gleich. Auch hier gar nichts mehr. Stroh.
habe ich nicht mehr. Ah, wobei ich produziere ja leider noch so viel Strom eigentlich. Weizenfelder habe und ich auch noch einiges. Es sind ja auch noch etliche Folgen, bis ich switchen werde. Ja, das dauert alles. Habe ich auch vor ein paar Folgen schon erklärt, das Problem ist, ich muss jetzt eine ganze Menge vorproduzieren, weil ich so die nächsten Wochen einfach gar nicht dazu komme, überhaupt zu spielen und zu produzieren. Und daher muss ich das jetzt mal so und fertig machen. Ja, fall doch runter. Weil ich beruflich unterwegs bin. Also auch wirklich gar nicht an meinen Rechner kommen, mit dem ich hier immer aufnehme und spiele und produziere, sondern die ganze Zeit nur, wie ich es dann mit meinem Laptop bin. Und, da werde ich dann mit Sicherheit nicht viel spielen. Ich werde mal gucken. Also erstmal habe ich die Zeit gar nicht und zweitens will ich natürlich auch jetzt nicht so viel spielen und ihr könnt das dann nicht sehen. Das wäre ja auch nicht schön. Daher werde ich vielleicht mal zusehen, dass ich dann zumindest meinen Spielstand rüberkriege, meine Fahrzeuge rüberkriege und so. Das kann ich ja alles auf meinem Laptop machen. Aber so wirklich spielen, vielleicht zum Ausprobieren. Halt mal zu erkunden dann die neue, aber ja auch nicht. Weil ich produziere jetzt ganz viel vor und die Map, einfach Map, ja, in den nächsten 2 Wochen veröffentlicht. Angeblich, also so ist es wohl geplant. Und da müssen wir dann mal gucken, wann ich denn wirklich dazu komme. Also ab Mitte Dezember werde ich dann irgendwelche Folgen produzieren können, die dann vielleicht schon auf der neuen Map spielen. Das kann ich noch nicht versprechen. So, letzter Strohballen hier. Kann produzieren. Produziert auch recht schnell, wie man sieht. So, was wir jetzt machen, wir fahren jetzt zum Kompost. Laden mal Kompost. Wenn da überhaupt noch Kompost ist, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich guck mal nach. Also Kompost werden wir dann später auch noch von der Raffinerie haben, beziehungsweise von der Ölfabrik. Ich muss also auch noch Speiseöl produzieren. Ach, ich habe so viel vor. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Mein 900er Vario hat die Aufgabe erledigt. War auch der mit der Seemaschine. Ja, der kann aber jetzt erstmal noch stehen. Ich komme ja nicht weiter. Hä? Achso, ja. Ich weiß, wenn man sich in seinem eigenen Dorf nicht auskennt, ne? Machen wir jetzt. Moin. Ich habe noch nie einmal jemanden Fußball spielen sehen. Liegt hier noch Kompost? Ja, hier liegt Kompost. Und hier liegt sogar auch noch Stroh drin.
weiter zu produzieren. Weiß, Kompost ist voll. Wo kriege ich denn am meisten Kohle für Kompost? Kriege ich überhaupt für Kompost? Kompost am Getreidehandel. Ist aber nicht viel. Aber es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich jetzt anfange, die Obstfarm oder die Gemüsefarm mit Kompost zu beliefern. Ah, oh, jetzt fängt wieder an zu produzieren. Yippie-yay-yay! Yippie-yay-yay! Oh, wir sind schon wieder am Ende! Wir haben schon wieder überzogen, mein Gott. Nicht alles, was ich überziehen würde, in einzelne Folgen packen würde, dann würde ich ja locker jede Session 4 Folgen mehr schaffen. Ist aber egal. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder mich abonniert. Noch mehr freut es mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao!